Ja, Leute, was geht? Heute habe ich wieder 5 Tipps und Tricks in Factorio für euch. Diesmal wieder 5 zufällige Tipps und Tricks. Viel Spaß! Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1. Das Blaupausenbuch. Das Blaupausenbuch ist eine sehr gute Sache. Jeder kennt das. Ihr habt ein Inventar voller Blaupausen. Diese könnt ihr ganz einfach in das Blaupausenbuch reinlegen. Und dieses Blaupausenbuch könnt ihr dann in die Hand nehmen und ihr habt die Blaupause, die im Moment oben im Buch ist, ausgewählt und könnt diese mit Shift und dem Mausrad einfach durchswitchen und könnt euch ja, die Blaupause aussuchen, die ihr gerade braucht. Und ja, das ist eine sehr feine Sache, spart auf jeden Fall Zeit und ja, unnötiges Suchen. Tipp Nummer 2. Wenn ihr dabei seid, mit den Blaupausen was aufzubauen, wie hier beispielsweise irgendein Solarpark, und es ist euch was im Weg, dann könnt ihr ganz einfach, indem ihr Shift gedrückt haltet und linke Maustaste, könnt ihr das platzieren dort. Und das, was im Weg steht, wird einfach ausgelassen. Und ja, ihr könnt gemütlich euer ganzes Feld voll basteln und braucht euch da keine Gedanken drum zu machen, ob irgendwas im Weg steht oder nicht. Also einfach Shift, linke Maustaste und dann wird das, was vorher rot angezeigt wird, einfach ausgelassen und ihr könnt euch ja um andere Sachen kümmern, als euch darüber zu ärgern, dass es nicht funktioniert. Tipp Nummer 3. Jeder von euch wird das kennen. Ihr wollt irgendwas herstellen, beispielsweise Roboterhangar, habt aber keine Lust, 50 Stück davon einzulagern. Dann könnt ihr das auch einfach machen, indem ihr einfach nur 5 einlagert oder 2 oder 1. Das ist sehr, sehr simpel. Man muss einfach nur ein rotes Kabel nehmen und von der Kiste zu dem Knickarm verbinden und bei diesem Knickarm dann ganz einfach die Roboterhange einstellen, kleiner als und 5. Das heißt, er knickt überhaupt nicht mehr Sachen aus der Kiste raus als diese 5 Roboter. Wenn ich die jetzt rausnehme, fängt er direkt an weiterzuarbeiten und lädt das Ganze wieder mit 5 auf. Und so ja, kann man sich die Menge an Material einlagern, die man auch haben möchte. Also ist jetzt bei Roboterhangern ziemlich sinnvoll, weil 50 Stück braucht man in den seltensten Fällen auf einmal. Und so kann man dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken. Das ist eine ganz feine Sache. Also einfach rotes Kabel auf den Knickarm gehen und einstellen. Fertig ist die Geschichte. Tipp Nummer 4. Die MK2-Rüstung. Gerade im späteren Spiel macht es Sinn, nicht nur eine, sondern auch noch eine zweite MK2-Rüstung zu haben, wie ihr jetzt hier seht. Also ich habe hier eine Rüstung einmal für das ganz normale Gameplay, fürs Kämpfen gegen Aliens und für was auch immer. Und ich habe noch eine zweite Rüstung, die jetzt einzig und allein dafür ist, um Sachen aufzubauen. Weil ich habe hier den Vorteil, ich habe da 6 Exoskelette drin, das heißt, ich bin natürlich wahnsinnig schnell. Ich habe 5 oder 4 Roboterhangar in dem Fall hier drinne, womit ich 40 Roboter fliegen lassen kann, was im Normalfall auch reicht. Und gerade im Late Game, wo man sowieso die Materialien auch hat, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sich da einfach einen zweiten zu craften. Einen für draußen und einen für drinnen, könnte man sagen. Und so kann man, wenn man jetzt viel am Rumbauen ist, ganz einfach den anderen nehmen und man ist schneller unterwegs. Man kann einfach schneller Sachen aufbauen. Man muss so daran denken, den auch wieder auszutauschen, wenn man dann wieder mal einen Spaziergang draußen macht bei den Kollegen. Und um dann da nicht gefressen zu werden, ja. So, Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist meines Erachtens der beste Tipp in dieser Folge. Jeder kennt das, ihr habt ein Ölfeld und irgendwann nur noch einen Ertrag von 5%. Das bringt euch natürlich im Late Game, gerade wo ihr viel Öl braucht, nicht wirklich weiter, weil ihr bekommt einfach so elendig langsam Öl. Und da gibt es einen einfachen und genialen Trick, da Abhilfe zu schaffen. Man nehme Geschwindigkeitsmodule und packe die da rein. Das wäre natürlich sehr einfach. Deswegen gibt es noch einen weiteren Trick, den Effektverteiler, den ich in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal hatte. Und da kann man eine ganze Menge mit rausholen. Ihr werdet das jetzt hier sehen. Ich habe jetzt mal hier ein Ölfeld mit einem Ertrag von gerade einmal 5%, ja. Und packe in die Effektverteiler hier einfach mal ganz viele Geschwindigkeitsmodule rein. So, und ihr seht, wie das Ding hier schon am Eskalieren ist, ja. Und man sieht jetzt auch hier, es geht deutlich schneller rechts. Ihr könnt das sehen, 20,5, 20,7, 20,8. Und im Vergleich zu dem hier ist es natürlich ein Witz. Ja. Das hier ist gar nichts. Da kommt nicht viel bei rum. Und mit den Effektverteilern kann man da eine ganze Menge mehr rausholen. Ist ein genialer Trick. Der Nachteil ist natürlich, der Stromverbrauch ist ja, abnormal hoch. Aber wenn man da keine Probleme hat, wenn man, keine Ahnung, riesige Solarfelder hat, dann ist es sowieso scheißegal, wie viel Strom man verbraucht.
Und dann ist das ein super Trick, gerade in so einem Ölfeld, jetzt hier nicht, aber in so einem Ölfeld, wo jetzt hier, weiß ich nicht, 6, 7 Pumpen stehen, die alle 5% haben, voll mit Effektverteiler klatschen, Module rein, fertig, aus, das Öl fließt wie verrückt. Und der Vorteil ist noch, diese 5% werden nie weniger, also die habt ihr euer Leben lang, solange ihr Faktorio spielt, habt ihr diese 5% da drinnen stehen und die könnt ihr auch daraus ziehen, so viel wie geht. Ja, ist, denke ich mal, eine sehr, sehr feine Sache. Ja, Freunde, das wäre es auch schon wieder gewesen mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne kommentieren, abonnieren, liken, was auch immer ihr wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, haut rein, tschüss.